glaube, wenn du es schlimm zugerichtet hast, penetrierst du nicht weg, sondern dann wirst du wegpenetriert. Ja. Dann da steht, lass du zwei oder mehr Westen oder Helme von Feinden zerstören. Ich glaube nicht, dass du da zerstörst, sondern dass du zerstört wurdest. Nein, nein, ich habe die Ausrüstung penetriert, indem ich ja quasi so lange durchgehalten habe, dass sie penetriert wurde. Das ist halt die Frage, auf was sich da auf was bezieht. Das erkennst du halt nicht. Zwei oder mehr Westen oder Helme von Feinden zerstören. Bezieht sich die Feinde auf Westen und Helme, also sind es Westen und Helme von Feinden? Oder lässt du die Westen und Helme von Feinden zerstören? Also ich glaube, auf was bezieht sich da das Feind? Aufgrund der Formulierung, dass es auf sein eigenes sich bezieht. Das ist halt dadurch, dass da steht, lasse zerstören, ist es eher der Feind zerstört. Es würde da nicht stehen lasse, sondern zerstöre einfach. Ja, ich bestätige das. Und da ich diese Medaille schon 19 Mal habe, muss es einfach so sein. Ja, das hättest du auch einfach am Anfang sagen können, wenn wir uns die ganze peinliche Diskussion hier jetzt gerade sparen können. Wenn ich gewusst hätte, dass du die 19 Mal hast, dann hätte ich gleich gesagt, nee, du hast recht. Wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, das hoffe ich für dich. Also andere wäre auch äußerst unhöflich. Ja, das wäre echt nett von mir, stimmt. Mhm. Sagst einen Gruß? Und ja, sag ich noch einen Gruß. Großen Kuss und dann machst du Schluss. Gruß und Kuss, ich mache jetzt Schluss. Tschüss. Servus. Pepin hat bereit gedrückt, das heißt, wir probieren noch einen. Ja. Genau, ein Abend vorher jetzt. Ein letzter Versuch, dann glaube ich. Aber jetzt mir ist so warm. Ich habe das ganze Wochenende schon das Fenster auf. Selbst nachts ist plötzlich warm geworden hier. Verrückt. Habe ich mich abgesteckt. Ja? Ich habe Glitzeroberteil, habe ich gerade gesehen. Das glitzert richtig schön. Ach, mal den Google mal, mal den darfst du Frauen näher angucken. Komm mal hin. Hier, hinter dir. Mhm. Da. Guck mal, wie ich glitze. Ach, Shadow. Ah ja, mit Paillette oder was? Nee, Pipette. Du hast so viel Tröpfchen. Lass mal random jemand boxen. Jo. Aber nur einen. Nur eins. Wir wollen hier nicht irgendwie aggressiv wirken auf die anderen oder so. Dass die dann später sagen, oh, was ist denn das für ein Harlekin hier? Also der Sadomaso-Typ, du mit der Gasmaske musst doch spitzen wie ein Schwein. Jetzt sind doch Leute hier, die haben auch wieder Level 3000 sonst was, haben sich hier irgendeinen Scheißdreck gekauft, fühlt sich ganz toll, dass sie jetzt hier Tänze haben. Ach, guck mal, wie geil ich bin, hab ich mir alles gekauft hier. Ja, guck mal, Taschengeld hier. Und Scheißkind hier. Scheißkind. Du bist ein hässlicher Bär. So. Ich würde mitmachen, aber ich finde, hast du nicht. So, es ist wieder. Ach du Scheiße, jetzt muss auch noch in die Wüste gehen. Na dann. Ja, dann freue ich mich auf den Typen mit der Gasmaske. Der fällt nach 3 Minuten unbedingt Dehydrierung. Ja, echt Vollidiot, ey. Richtig dummes Wesen. Dummes Wesen. Ach, das Wochenende ist vorbei. Ist ein bisschen schade eigentlich, aber es kommt auch wieder Neues. Wesen. Meine Schwester hat letzte Woche auch Corona gehabt. Bei dir war es aber nicht so schlimm. Aber Ehemann komischerweise nicht. Also sie hat die ganze Woche die rumkoroniert und er halt nicht. Ja. Also entweder ist denn ihr Liebesleben nicht mehr so ganz in Gang oder der ist resistent. Gegen sie quasi. Das kann auch sein, ja. Wie gesagt, mir geht's scheiße, aber lass trotzdem bumsen. Also, ne, ich guck bloß bei. Alles klar, klassischer Montag. Das ist jetzt bei meinem Schwager äußerst unrealistisch. Sowohl das eine als auch das andere. Dass das ein klassischer Montag ist. Ja, sag bloß, die haben das gefixt mit dem Fallschirm. Vielleicht ist auch Glück heute. Ja. Ich folge dem mal den Einfall. Also bei mir wäre es ein klassischer Montag, wenn ich dann sagen würde, da warte mal, heute ist doch Echo. Oh, schön, ja. Da hab ich Schluss drauf. Ja, Henne, spiel mal die Torge mal wieder Spaser-Ingenieure. Ja, wenn ich fit bleib, gern. So, ich hab wirklich, ich würde die Woche eigentlich viel in Echo und viel in Space Engineers machen, aber da ich einfach nicht fit genug war. Ja, klar. Also wenn ich fit genug für den PC bleib, dann bin ich nächste Woche definitiv mehr zum Zocken. Ja, also mein Dienstag ist schon komplett zugeballert gerade.
Ja, bei mir wird sich die ganze Woche öffnen, da ich ja nicht nach Korea fliege. Ja. Also habe ich schlagartig sehr viel Zeit. Na, der Kreis, der wundert mich jetzt, aber also, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Meinst du, dass es auf der anderen Seite der Hemisphäre ist? Inshallah. Impala. Alles ja. So nebenan. Also kennt man einen, kennt man alle. Ja. Auf der anderen Seite sind da diese Katholiken. Ja, es ist halt. Irgendwo finde ich ja schon, dass jede Glaubensgemeinde so ein bisschen ihre Berechtigung hat, aber andersrum sind manche auch einfach scheiße. Also die meisten. Tatsächlich. Ja, aber ich sag mal, mich darfst du zu verschiedenen Religionen eh nicht fragen. Ich habe da ja eine sehr neutrale und fundierte Meinung. Ja, also du weißt ja, wie das bei mir ist. Ich mache ja aus Gebetsteppichen, mache ich lieber hier Flurdeko, damit die Leute schön weich laufen. Ja. Er braucht schon Gebetsteppich in der katholischen Kapelle. Auf der anderen Seite bist du aber auch evangelisch, Ja, sagen die wir es so. Evangeline, ja, das ist Genau, was zu sagen. engagiert bedeutet, du bist eher ein gemäßigter Christ-Terrorist. Also ich habe jetzt erstmal beim Bürgeramt meinen Termin zum Kirchenaustritt beantragt. Hast du Oh, echt gibt's gemacht? Ja, tatsächlich ein mutig. aktuell interessantes Video von Lisa Joe, meine ich. Ich habe sie bei einem anderen YouTuber gesehen. Bei der Frau weiß ich immer noch nicht, ob ich sie mag oder nicht. Das Ich nicht, kommt aber immer der. drauf an, was Martin, erzählt. ich sehe es nicht ein, für irgendwas Geld zu bezahlen und dass ich Ja, mich Achtung, entführt, dann bevor lass mich ich da einen jetzt mal Furz ausreden, dann glaube. fühlst du dich nämlich auch gefickt. Und zwar bezieht die Kirche trotzdem noch Kohle von dir, und zwar zweifach. Zum einen werden sämtliche kirchlichen Einrichtungen, die im öffentlichen Dienst stehen, also Kindergärten und so weiter, vom Staat voll bezuschusst, auch wenn der Staat personell nicht eingreifen darf. Das ist Das korrekt. heißt, die Leute fallen nicht unter das deutsche Arbeitnehmerschutzgesetz, sondern unter das Kirchenrecht. Das heißt, lässt du dich scheiden, wirst du im Kindergarten gefeuert. Aber die Bezahlung der Gehälter wird trotzdem von uns Steuerzahler finanziert, aus staatlicher Sicht. So, das ist das eine. Das heißt, es zahlt so weiter, wenn du austrittst. Und die Ämter der Kirche werden durch den Staat bezahlt. Geht auf den Vertrag zurück von Preußen noch. Auch das von den Steuern. Also so Pi mal Daumen sind das, glaube ich, ein paar Milliarden im Jahr, die du trotzdem noch als Steuerzahler die Kirche unterstützt, selbst wenn du ausgetreten bist. War da Ja. paar Punkte jetzt sich auch rein nur auf die katholische Kirche beziehen. Also in der evangelischen Kirche wirst du nicht aus Grundsätzlich dem ja. Job geschmissen, wenn du Grundsätzlich reden wir hier von katholisch, da die das grundsätzliche Konzept überhaupt etabliert hat und nicht die Evangelikalen. So, das ist mal. Ja, verstehe ich. Aber ich will trotzdem kein Geld für eine Institution von meinem Gehalt abziehen lassen, auch wenn ich am Ende trotzdem nochmal dafür bezahle. Ja, nee, finde ich auch richtig so. Guck mir, brauchst du das nicht sagen, Digga. Ich würde den Laden anzünden, wenn es mich 20 Euro spart. Das Also. Traurige ist halt einfach, dass ich 30 Euro dafür bezahlen muss, um austreten zu dürfen. Echt, Das ist frech, finde das ich. ist Ich sag richtig mal so, witzig. ich finde jetzt den Kirchensteueranteil relativ gering. Was mich jahrelang eher genervt Das hat, ist ist, eine dass ich irgendeinen Frechheit, eine verfickte. Solidaritätsbeitrag für irgendwelche Ostdeutsche zahlen musste, die mich nun wirklich überhaupt nicht Ja, interessiert und haben. dann Also, integriert sich diese Aussicht nicht mehr. ja, also die gehen mir ja echt komplett am Arsch vorbei. Aber da hat man mich auch nicht Immer gefragt jahrelang, ob ich das will. noch, ich finde immer noch, wenn du für die Kirche Vereinsgebühr über den Staat eintreiben lässt, dann sollte es auch der Schalke-Verein machen dürfen und der Bootssportverein Recklinghausen, weil genau das wird hier gemacht. Mann, ich glaube, wir beide hatten da schon mal eine sehr interessante Ja, Diskussion. das Ja, ist sehe ich genauso. Es gibt keine Prinzip, Institution ja. dieser Welt, die so krass verankert ist und noch Gelder eintreiben Hier kann. fährt Sie was, haben hier fährt was. Und es ist sämtliche nicht nötigen. ihr. Irgendwas ist ja Du bist gerade stehen angekommen. geblieben. Wir haben sämtliche nötige Infrastruktur selbst. Also gibt es keinen Es Grund, sind das andere. mehrere. Okay. Ja, ich begebe mich gleich mit meiner MK auf Ja, sie sind quasi in Position. meinem Haus drin. Sehr gut, dann behalt sie da. Dass wir uns in Position begeben Klingt nach können. über mir. Ich gucke, ob ich sie von der Ferne in Beschuss nehmen kann. Dann Oder über mir, neben mir. könnte ich sie von der Idee ablenken, dass in ihrem Haus einer ist. Halt dich noch bedeckt. Solange es geht. Sei die Waschküche. Komm nicht auf dieses scheiß Haus hoch. Ich muss hier hoch. Komm hier nicht hoch. Könnten jetzt direkt bei mir reinfallen gleich.
Okay, ich habe gleich eine Position. 20 Sekunden. Dann beginnt der Beschuss, also wundere dich nicht. Ich baller wild auf dein Haus gleich. Stehe außerhalb. Vielleicht kriegst du raus. Da kommt der nächste. Hab ihn ja aufgeschüttet. Ja. Da hinten. Komm bei dir rein. Rechts von uns könnte einer sein. Ich gegenüber der Straße auf dem Dach. Mhm. Wir haben zwei down, gell? Wenn du einen Kill hast, dann haben wir zwei down, ja. Dann ist die Frage, ob hier überhaupt noch einer ist, weil ich habe meine nicht selber gefinisht, als du den habe ich gefinisht. Ach, du hast mitgefinisht. Okay, gut, dann. Damit er nicht safen kann. Hier also auf dem Dach ist keiner. Straßenseite ist auch nichts. Was ist das für ein Auto? Ist das ein Viersitzer oder ein Zweisitzer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die geparkt haben. Welche Straße? Ich habe hier oben jetzt noch eine. Ist ein Zweisitzer, oder? Ne, ist ein Vierer. Ich meine, ich hätte auch nach den Kills was laufen hören noch, was nicht du warst. Ich weiß noch nicht, wohin. Kann natürlich auch sein, dass er sich einfach verpisst hat. Oh, das... Das würde ich nehmen. Oh. Ich push mal zu euch. Hier liegen auch noch ganz schön viele Rucksackstufe 3. Oh, ich jetzt ist der Geist da. Störsender Pack, aber das Sechsfach nehme ich auf jeden Fall für die MK mit anstatt ein Holo. Ja. Ich habe das Pfanne Auto von denen nehmen und abhauen. Ja. Mal den. Na dann. Na sagen, sauberer Abend, meine Herren. Ja, fand ich gut. Ich war der Typ, der von der anderen Seite Pack gemacht hat. Ja. Ja, da waren noch welche. Der hat jetzt noch einen Abschiedsgruß geschickt. Ja, leider steht da noch ein Auto. Das ist noch neben Pack. Ja. Mega elegant, wie er eine Kurve vortäuscht und dann doch geradeaus zu fahren. Ja, ich wollte ihn ein bisschen irritieren, wenn ich uns verfolgen muss. Ist nicht leicht. Weil genau wissen, ob das ein Fahrzeug da drauf ist. Ja, wenn die unseren Fahrzeugspuren folgen, dann werden die an der Stelle jetzt eine ganze Weile brauchen, bis sie da durchblicken. Willkommen in Graz, meine Lieben. Ja, taktisch klug. Warte. Ja, die taktische Turtle-Rolle. So, ne, da vorne ist nämlich ein Jeep, den wollte ich. Weißt du, die erkennen es ja nicht am Fahrzeug, das ist das Geniale. Und es geht zu lieber Martin, weil du willst ja nicht, weil du im Kreis.
Das ist hinter uns, da kommt auch was gefahren gerade. Ja. Oh, Alter, was? Der hat mir instant. Könnte Unterstützung gebrauchen, meine Herren. Hände, passt auf, dass ihr nicht wiederkommt. Ja. Der war instant da. Schöne Idee. Jo. Ready? Okay. Fallen. Nein, das war keine Absicht. Geh weg. Danke. Weil jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen kritisch. Ja, ich hab nur. Warte, Pippi, lad erst nach. Ich will, dass du voll rotzen kannst, wenn wir da reinfahren jetzt. Weil wir müssen jetzt durch Generalis durch. Die warten eventuell so. Ja. Also macht euch rotzbereit. Einfach wild in die Richtung schießen, wo ihr es knallt. Ihr setzt Notfall-Pickup ab? Ja, so und so. Ja. Ich fahr hier perfekt ein, Jungs. Bis dahin. Ich hab die Abdeckung von dem Handschuh vor in der Hand. Ist das normal? Ja, das geht automatisch auf, weil das Verband sitzt. Wow. I blame auf Arma. Kommt mir an dem Handschuhfachdeckel, glaube ich, ein Nagel eingerissen. Das ist normal. Ich nehme Schmerzmittel gegen, das hilft. Mann, das ist normal. Da vorne fahren sie links. Deswegen ist das erste Hilfe-Set im Handschuhfach. Das reicht. Schade. Oh. Ja, sichi. Natürlich. Oh Mann, ist das Kabel ein. Ist das unangenehm. Wenn da eine verfickte Stromkabel an der Sprungstelle hängt. Weiß links. Ist jetzt, Was denn? Meinst du nicht, die sind hier hingefahren? Ne? Okay. Das ist sehr freundlich von dir, wirklich sehr freundlich. Ja, Tür war auf. Oben auch. Wer auch immer hier war, der 762er Waffe, darauf müssen wir uns einstellen. Wir keine Muni mehr da. Ja. Ja, 556er Muni ist ja aber auch weg. Hier liegt noch 762er. Okay, dann war es noch einer von ihnen mit der Waffe. Der brauchte nicht viel, also der ein Scharfschützengewehr. Mein Gott, diese Wilden. Oh, da hinten ist ein Loot. Ich bin Nein. ja waffentechnisch auch an sich wieder nicht so ganz zufrieden, muss ich gestehen. Also ich bin halt auch anspruchsvoll geworden. Also ich mag die Dinger, wo es laut knallt und dann geht vorne eine Kugel raus. Gummiflitsche. Und wie gefällt dir die Wand? Direkt vor unserer Nase hat er mal einer ein Auto geklatscht, aber die können schon, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Und dann ist ja der Loot, ist ja toll. Ja, der hat gesagt, jetzt habe ich noch 18. Ändert alles, oder? Ja, gut, mach die ganze Geschichte gleich echt spannend. Ey. Noch da bestimmt da vorne die Assis. Da drehe ich doch die Penner. Noch Radikale sind das doch. Da sind sie! Wo? Ah ja, da kriegst du was rum. Kriegen sie, die werden beschossen. Ja, ganz oben da auf dem Berg ist halt auch noch. Da steht er und schnippt. Was sind das, 500 Meter ungefähr? Oh, jetzt muss er sich bewegen, der Pisser. Wow. Ja, ja, ja. Hinter uns! Mann!
Ja, ich weiß, ich muss den aber erst von da oben vertreiben. Ja, ich mehr als einer, ich hab die Tür noch zugekommen. Hier sind wir safe. Ich geb Deckungsfeuer! Ich bin so safe, keine Sorge. Das war mal ein Helden. Hab zwei Hits gesetzt. Beeilt euch! Ja, er ist wieder da. Der ist jetzt ein Stück höher, der sitzt da links. Der eine, der andere sehe ich nicht. Erstmal schön mit Verbänden. Ja. Der andere ist immer noch rechts auf der breiten Ebene. Hab nochmal gehittet. Der andere ist jetzt links von der orangen Markierung am Stein. An dem Heuhaufen. Die Markierung ist aber ein Stein. Dann ist es ein Stein. Ich dachte, das hat so ein Heuhaufen-Zipfel oben. Ich glaube, die werden von woanders noch beschossen oder schießen sich noch mit woanders. Weil die Schüsse waren von da, galten aber nicht uns Persiflair. Persiflage persistent. Was? Ja gut, das ist ja. Also um Orange mache ich mir jetzt gerade mehr so. Ja, da könnte man hinter seinem Stein rausgucken. Wäre echt Knorke. Da geht an Loot. Loot wurde schon geleert. Na, ich kann aber auch schon hinten runter sein. Da oben hüpft einer rum, eventuell sind das die, die uns eben von der rechts beschossen. Ah, da rennt mal einer. Oh, der da hinten ist low. Bei der Orange, Mate, da hüpfen, glaube ich, die, mit denen wir uns eben genutzt haben. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Ich glaube, die haben sich da verpiesen. Und sein Kumpel liegt da oben. Blickrichtung Kreis. Ah, ja, da rennt er gerade hin. Das ist mir für meine Waffe wieder zu weit weg, das bringt nichts. Hab den oberen zweimal gehittet, den unteren nicht. Da rennt noch was. Der hat gerade irgendwas geworfen. Ja, wahrscheinlich auf den, der verfolgt. Da hinten ist noch einer. Der wird schon abgeschossen. Gleich, das ist nur hab einen ausgelockt da oben. Ja. Auf was hast du gescaled? 100. Aber ich lieg auch mit der MK12 mit Abweisen. Kein... Alter, weg jedes Mal so ganz knapp. Ja, hab einen. Aber nur einen Assist gekriegt, der hat irgendwer mit der K gefinisht. Ja, da ist down, ist das eine Leiche? Ich weiß es nicht. Bei Orange rollt jetzt gerade eine Leiche. Boah, haben sie den gerade zerlegt? Ach du Scheiße. War eine Leiche. Das ist eine Leiche. Oh, Entschuldigung. Lol, ganz am Ende kommt ein scheiß Lootpack runter. Das war da jetzt kein Schwein. Auf dem Berg oben sind immer noch welche. Du bist gerade so. Gerade so drin oder nicht drin? Sehr knapp. Also drin. Sage ich. Das siehst du ja da an die Linie. Ja. Also ich muss sagen, den Regensound haben sie schön gemacht. Ich finde es gerade entspannt. Ja. Es rieselt so ein bisschen vor sich hin. Wieso haben wir jetzt keinen vom Berg runterrennen sehen? Und ich ging gerade weggemetzelt. Ja, aber alle haben da hinten schon ziemlich. Oh, einer fährt da mit dem Quad gerade auf das Haus zu hier. Und er dran vorbei.
Fährt Richtung Kreismitte mit dem Quad. Ich hoffe zumindest, dass er weitergefahren ist. Nee, er fährt wieder aus dem Kreis raus. Mann, kommst du mit oder bleibst du stehen? Im Moment beobachte ich den Typ mit dem Quad da hinten. Ich weiß nicht, wo der hin will. Der fährt nämlich jetzt gerade wieder auf den Berg hoch. Hier steht ein Buggy im Hof. Jetzt rennt er auf den Berg wieder hoch. Was sucht der? Warum rennt der jetzt außerhalb des Kreises rum? Kommt er wieder runter? Steigt wieder auf seinen Quad. Während drin sind zu. Fährt wieder, fährt auf mich zu. Obere Türen auch zu. Sieht verlassen aus. Ja. Wo ist er jetzt hin? Sehe ich nochmal. Untere Ebene. Sieht gut aus. Das kleine Haus sieht auch gut aus. Also das zwei Stück hier drin. Sieht noch ein SKS. Nehm ich. Oh, Schüsse auf mich. Ja, von vorne im Kreis. Mhm. Pippin, da müssen wir jetzt laufen, weil unsere Position ist jetzt im Arsch. Jetzt sind wir auf Fokusseite. Ja. Fuck. Es kommt direkt hin, ne? Ja. So, jetzt ist mein Jammerpack im Arsch. Ich hab noch nichts. Da. Ja, weil mich kümmert es gerade erstmal, ob ich überhaupt wieder reinkomme. Sieht aber gut aus. Du hast zu lange geparkt. Ja, jetzt ist scheiße. Jetzt muss ich auf einem Feld Heilung nehmen, sonst packe ich es nicht. Kann aber auch sein, dass ich so nicht packe. Dieser Kreis zieht schon wieder so asozial runter, das gibt's nicht. Und ich habe halt auch nur ein Medikit gehabt. Schaffst das, Martin? Du schaffst das. Ja. Hol den Medikit bei. Schade. Ja, ich kann auch reinkriechen, das schaffe ich schon. Kannst du nicht auch tragen? Kannst du dich abfangen und direkt hochheilen. Weil dem jetzt noch tragen bringt nichts. Oh, eine K. Leg den Medikit. Nice, oh ja. Danke. Oh ja, das ist knapp. 40 Sekunden. Hier ist noch ein Haufen 556, wenn du das brauchst. Ja. Oben noch eine Zweierweste, falls jemand noch was los, meine Herren. Kreis. Ja. Lauf die Straße lang. So, alles an. Ich habe 4 Smokes für den Notfall. Lässt sich eine Rauchwand mitbauen. Ich habe auch 4. Sehr gut. Fahrrad.
an meinem Fahrrad. Fuck. Ist alles dran. Ja, komm schon wieder rein, du Arschloch. Nein, wegen einer Millisekunde bin ich nicht drin. Ich hab's zwar gerade so geschafft, gegen den Kreis zu gewinnen, aber ich stehe komplett offen. Hey, wieso schmeißt er sich jetzt nicht in den Arsch? Schmeißt dich hin. YZ-Problem? Ja, mal wieder. Bin selber auf Englisch umgestellt, die Sau. Ich hab das eigentlich schon 20 Mal deaktiviert, aber Windows so. Fuck, direkt links von mir. Bei 60 ist einer. Achso, Shift-Alt ist die Tastenkombination zum Umschalten zwischen Englisch und Deutsch. Hab ich. Es ist. Ach, ihr wart die, die daneben geschossen haben, noch wieder herkommen. Nee, ich hab einmal getroffen. Ich habe auch getroffen. Ich wollte ihn eigentlich von deiner Richtung ablenken, deswegen habe ich extra laut aus einer anderen Richtung geschossen. Weiß nicht, warum er sich dann in deine Richtung gedreht hat. Ich muss ja echt pushen, weil ich ein Metz brauche, ey. Deine Weine? Da hinten hat noch was gesmoked irgendwie da, also. Stimmt. Du bist da hinten nicht allein. You're not alone. Ja, bei uns, Martin? Martin? Hast du gesehen? Blaue Markierung? Drei Leute? Ja. Ja, ich hab gerade auf der anderen Seite was gesehen, ja. Einer hat Blickrichtung auf mich, hat mich gesehen. Sehr gut. Schön erwischt. Hinter dem Häuschen rechts von euch im Wald ist einer. Gerade auskommen. Ja, mich haben sie, ich weiß, ach, von da, ja, die sind wieder überall. Und sie haben halt auch Waffen im Vergleich zu mir. Ach nein, da links war ja noch einer. Oh, da bin ich von dem Sport und hab den einen übersehen. Nein, ich wollte mich gerade hochhalten und alle eins nach dem anderen mit der K wegficken. Also bei meiner Leiche ist noch einer, die anderen drei sind alle rechts. Mal mehr als drei, okay, vier dann. Nein. Lass die sich noch gegenseitig umbringen. Ich wollte gerade sagen. Weiß. Ihr seid doch in einem Team. Ich muss da aber dahin wegen des Kreises. Ach, schade. War noch uns gut, aber schön gemacht, schön gemacht. Ja, das waren jetzt die letzten. Schön die Smoke-Wand benutzen. Solides Tennis. Ja, aber okay. Ja. Und den Kill noch bekommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. War mal so im Vergleich zu den Runden im Allgemeinen in der letzten Zeit heute ganz angenehm. 1-2 von allen. Und dann habe ich mal wieder Schaden gemacht, obwohl ich nur eine M16 hatte. Diesmal hat sie irgendwie getroffen. M249 hat wieder übernommen heute. Ja, dann
Ja. Gehe ich jetzt schlafen, ich muss morgen früh raus. Ja, ich muss früher raus als sonst, aber ja. Ja, ich habe mir meinen Wecker mal auf 5.30 Uhr gestellt. Ja, das wäre mir jetzt zu früh, muss ich hier stehen. Also ja, ich habe da so die Problematik, ich will morgen Sport machen. Die Möglichkeit 1 ist vor der Arbeit, richtig. Die Möglichkeit 2 ist nach das der ist, Arbeit. Das ist in dem Moment, wo du hast die Problematik, du willst Sport machen, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also da, an der Problematik musst du einfach arbeiten, an dieses, und, ich will Sport machen. Das ist nämlich genau die Problematik. Nee, das. Ist, glaub mir, das ist was sehr Gutes. Da habe ich gemerkt, das hilft einem Menschen sehr, sehr gut.